Stadt. Am hohen Ufer, lieber auf den dritten Blick und dafür umso mehr Stadt mit Herz und mit Merz, mit Leibniz und mit Keks, weit nach vorne, rückwärts wie von da. Irgendwo muss es sein. Ach, da ist es ja. Das Zunfthaus in Bothfeld. Wer hätte das gedacht? Mitten in Hannover steht so ein interessantes altes Fachwerkhaus. Man hat mir so viel davon erzählt. Da gehe ich jetzt einfach mal rein und gucke, ob ich jemanden finde, der mir weiterhilft. Hallo? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Sie kommen mir gerade recht. Ich habe da ein Stück Holz, das müsste geschnitten, also gesägt werden. Ja, dann kommen Sie doch erst mal rein. Danke. Jetzt bin ich aber gespannt, was mich hier erwartet. Wow. Wir befinden uns hier im Zunfthaus in Bothfeld. Welf Kaufmann wird mir helfen bei meinem kleinen Holzproblem. Was ist denn überhaupt ein Zunfthaus und was findet hier statt? Das Zunfthaus ist eine Örtlichkeit, in der sich Handwerksgesellen, Meister und Lehrlinge treffen können. Man kann das auch für Feierlichkeiten nutzen. Hier finden auch Berufsfortbildungen statt. Und man hat hier den regen Austausch mit reisenden Gesellen, die auch hier im Haus wohnen. Und wenn sie mal da sind und ja, das ist eigentlich so das Zunfthaus. Ursprünglich ist das Haus erbaut worden 1708 und ist dann von hier her in einer Umbaumaßnahme oder Abbruchmaßnahme hierher gebracht worden und wieder errichtet worden. Wie soll denn das gehen? Ein ganzes Haus abreißen und wieder aufbauen? Hat man da nicht ein Riesenproblem? Tja, dann hat man erstmal eine ganze Menge Einzelteile, die muss man alle nummerieren. Das ist, ja, da sieht man das da schon, dass da Nummern sind. Da sieht man auch Nummern. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man Altes abträgt, kriegt es auch neue Nummern. Das findet allerdings mit so Kunststoffplaketten statt, die dann daran gedrückt werden oder andere Systeme. Da gibt es wohl verschiedene Sachen. Oh, da oben geht's ja weiter. Was haben wir denn da noch? Kommen Sie, ich zeige Ihnen unseren Handwerkssaal. Der Schiffkurs findet hier statt, den die Gesellen immer machen. Und hier sind Bilder von Gesellschaften aus verschiedenen Zeiten, wo man eigentlich auch, da kann man sich in Epochen zurückgesetzt fühlen. Hier hängt also das Familienalbum an der Wand. Ob die alle schon hier waren? Das ist eigentlich so ein Treffpunkt für uns alle, für die Gesellen, die hierher kommen. Hier kommen auch die reisenden Gesellen her, die einheimischen Gesellen. Und hier werden Sachen beredet, man sitzt hier nett beieinander. Und die Gesellen, die können ja auch einen Kurs belegen, der auch hier in diesen Räumen stattfindet. Das ist der Schiffkurs. Und dort werden dann Dachmodelle gebaut. Man sieht das hier, wie die hier alle hängen, die kleinen Dinger. Erst in Papierform und später werden die auch in Modellform in Holz hergestellt. Idyllisch hier draußen im Bothfeld. Herrlich. Welch eine Idylle. Hier sieht man jetzt eine typische Wandergesellenkluft. Was gehört denn so dazu? Ja, das ist eine Kluft, mit der ich selber auch noch gereist bin. Man sieht's. Und das ist eine Hose, Weste, ein Jackett in Schwarz. Steinberufe sind grau. Schreinerberufe, der Schreiner ist noch eventuell beige. Und naja, schwarze Schuhe und der schwarze Hut. Und dazu gehört auch der Wanderstock. Stenz genannt. Allerdings habe ich jetzt kein Gepäckbündel dabei, das ist der Charlottenburger. Den habe ich nun nicht erstmal hier zum Präsentieren. Und ja, der Stenz, der wächst im Wald und der findet eigentlich den Gesellen oder der Geselle findet den Stenz. Und wie schafft jetzt der Geselle das, diese Windung da reinzubekommen? Der wächst so im Wald, da legt sich das Geißblatt rum, man muss da ein Auge für haben und dann findet man das. Wandern ist heute immer eigentlich noch aktuell, obwohl es von vielen alten Querköpfen abgelehnt werden, die der Meinung sind, das würde gar nichts mehr bringen, weil man verdient ja nichts mehr für die Rente. Ne? Aber es ist eigentlich eher so, die persönliche Bildung, die dahinter steckt und das Menschenbild, was man sich erschaffen kann, was einprägen wird. Die Zeit prägt dann einfach für den Rest seines Lebens. Ich habe es auch nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so. Und nun wird endlich mein Holzproblem gelöst.
und Miss Pink macht sich wieder auf den Weg. Ja, vielen Dank für die schöne Führung durchs Zunfthaus. Dann verabschiede ich mich ganz zünftig von Ihnen. Fixen Dank für Speis und Trank. Ja, dann wünsche ich weiter eine fixe Tippelei durch Hannover. Reh von nah. Was für eine Stadt bist du, Hannover? Lieber auf den dritten Blick und dafür umso mehr Stadt mit Herz und mit Merz, mit Leibniz und mit Keks, weit nach vorne, rückwärts, Reh von nah. Blume war auch schon da. Ach ja, noch etwas. Gebrauchsanweisung für Fortgeschrittene. Hannover heißt rückwärts Reh von nah. Reh von nah, Hannover. Eine kleine Erfindung von Kurt Schmitters.